So. Ändert sich jetzt noch. Durchmacht. Yes. Er ist blind? Er hat seine Augen geopfert. Nicht nur die Augen. Urias! Ich kenne diese Stimme. Ich kenne dich. Warum bist du gekommen? Deine Nase hat er auch geopfert. Gut zu reden. Wir waren gerade in der Nähe. Offene Rechnung. Warum reden wir überhaupt mit ihm? Ja. Warum reden? Warum vergießt ihr nicht einfach mein Blut? Das ist so einfach. So schön einfach. Es kommen immer mehr. Stimmt, ja, da war ja was. Ah, jetzt ist er da drüben. Wow. Eine ist tot. Ja, Truppern kann aber dann nicht durchschießen. Ne? Direkt an ihm vorbei. Ich will mal wissen, wie viel Resistenz er hat. Oder er starb. Okay. Ich könnte mir vorstellen, er holt halt, er beschwört halt einfach wieder neue Gegner, sobald welche down sind oder sobald er sich teleportiert. Aber ich muss halt die Ads halt irgendwie wegkriegen. Interessieren, wenn ich jetzt ein paar von denen kill, ob da. Wer ist der Nächste? Ob Urias da. Oh, weil da oben ist auch nochmal. Der war vorher noch nicht da. Das ist eigentlich gut, ganz gut, Funcamper in dem Kampf hier zu haben, ne? Dobran sieht so bescheuert aus mit seinen Unterhosen gerade, aber. Das war ein bisschen übertrieben. Dafür, dass er jetzt Damage bekommt, so
würde ich sagen, ist es mir eigentlich ganz recht. Die Skelette sind ja noch die einfachsten Gegner. Die schlimmeren sind in dem Fall natürlich die Mule. Oh. Was versprichst du dir von dieser Torheit? Selbst wenn ihr mich überwindet, um das Bannwort zu sprechen, musst du in das Herz des Flüsterns eindringen. Hinab in den Spalt. Und dort gibt es kein Überleben. Wenn das der Preis ist, dann soll es so sein. Oh, Junge. Natürlich. Oh, es sind zwei Golems. Und... Ach, Kristalle. Warum immer Kristalle? Ja. Sogar mehrere Kristalle. Oh. Ich bin vergiftet. So random. Gibt's den ganzen Kampf über. Schon von magischen Giften halt Gifte der Stufe 2. Ah. Oh Mist. Ich brauche damit halt nicht auf den Links schießen. Au. Der hat einfach drei Wunden. Ich bin vergiftet. Wo ist er denn?
Natürlich kann ich Aurelia nicht anzielen, weil sie halt jetzt verdeckt ist von dem Golem. Ich greife dann einfach den Dings weiter an. Muss ich jetzt so den Golem angreifen? Ach, so brand kann wenigstens aus. Einen Moment, mein Junge. Ich muss zu Atem kommen. Ich bin ein alter Mann. Einen Moment nur. Hast du noch so viel Ehre? Ehre? Ich bin ein Mörder. Wisst ihr nicht mehr? Es kommen immer mehr! Damit er 5 Heiltränke trinken kann, ne? Jetzt sind das auch noch Magier. Was? Wie unfair will man den Kampf machen? Jadalik, ja. Ich bin vergiftet. Standhaft Katzenfleisch. Okay, tschüss, Zakate. Sobran ist verdeckt. Ich muss es so machen. Solange er es auf den Golem macht, ist alles in Ordnung. Oh ja, der hat wieder einen meisterlichen Zauber.
Woran halt sich mal selber. Naurim. Ach, Naurim, komm, der nimmt jetzt einen Heiltrank. Ich kann ihn da so nicht stehen lassen. Au. Scheiße. Ich hätte es wissen müssen eigentlich. Oh, auf Urias. Getroffen hat. Okay. Ich war schon dran, ne? Ja. Ich bin. Ah. Einer der ersten. Der glaube ich mal gleich am Anfang. Zuerst die Golems wegklatschen sollen. Das wäre die. Ist wahrscheinlich die bessere Taktik. Aber wenn ich Glück habe, ist es eh gleich vorbei. Irgendwelche letzten Worte, Graf. Ja. Ich. Hatte recht. Der Hund ist tot. Und was jetzt? Du weißt, was er gesagt hat? In diesem Spalt wartet der Tod. Ich weiß, was er gesagt hat. Das Ende. Letzte Prüfung. Dahinter ist er eigentlich nicht wirklich krass. Ich dachte, er rennt, läuft jetzt einfach voll in die Dunkelheit rein. Okay. Bisschen weird. Sie gehen alle rein. Finde ich ganz interessant. Oder sie warten. Wenn er vorgeht. Ich weiß nicht, ich verstehe keine das. Keine Geheimnisse mehr. Keine Geheimnisse mehr. Ah. In ihrer schwülen drückenden Jahreszeit, die Mengen Belianer Basiliskentage nennen, erhob sich über hunderten falschen Propheten und überzogen das Land mit Chaos. Erhoben sich über hundert falsche Propheten. Okay. Aufstände wüteten, Adelige und Geweihte wurden erschlagen, Misstrauen und Angst legten sich wie Mehltau über das Land. Mit der Austreibung des namenlosen Flüsterns verwelkten die Propheten wie Blätter. Und so plötzlich, wie er entstanden war, löste sich der große Aufstand in Luft auf. Okay. Die Fährten kehrten nach Mingbilla zurück.
Keine Lieder wurden über sie gesungen, kein Dank oder Lob erwartet sie. Ja, keiner wusste ja, was passiert ist. Und weiter dampften die Öfen der Giftmischer, die Sklavenjäger machten sich wieder auf die Jagd. Vielleicht wird es sich niemals ändern. Denn dies ist der wilde Süden und seine Bewohner bleiben Schurken. Wow. Aber wie gesagt, es wusste ja kein Mensch davon. Niemand hat gesagt, wir gehen jetzt da runter, wir bashen jetzt hier das große Böse weg. Ach ja. Jetzt ist es zu Ende. Na, kann ich nachher gleich meinen Poll schreiben. Und mir noch irgendwelche Spiele aus der Nase ziehen, die ich spielen kann. Blackhearts ist zu Ende. Ich weiß nicht, vielleicht beende ich damit jetzt auch erstmal die Ära der DSA-Spiele auf meinem Kanal. Ich weiß es noch nicht. Wir haben überlegen, ob ich nicht vielleicht ob ich nicht Dings versuchen sollte. Schicksalsklinge. Aber ich würde sagen, ich hatte jetzt genug DSA. Bin am überlegen, ob ich nicht erstmal was anderes spiele. Vielleicht auch mal in eine andere Richtung. Also mal ein Nicht-RPG. Das wäre auch mal was. Aber, meine letzten Worte zum Spiel. Also, ich werde das Spiel nie wieder mehr spielen. ich werde wahrscheinlich kein drittes Mal mehr spielen. Also, ich habe es ja früher mal gespielt, dann habe ich es nicht durchgespielt, jetzt habe ich es durchgespielt, bin ich endlich fertig. Quasi, also nach, weil weiß nicht, zuletzt. Wann habe ich das gespielt? 2014 oder so? I don't know. 2015 oder 16, keine Ahnung. Und auf jeden Fall irgendwas mindestens 7 Jahre her. Und ein Spiel, das ich seit 7 Jahren nicht offen habe. Bin froh, dass ich endlich fertig bin, ne? Hat lang genug gedauert, ja. Aber alles im allem würde ich sagen, ich fand's gut. Daedalic hat das sehr gut umgesetzt. Nicht so wie manche anderen Spiele. Ich werde dieses Spiel aber auch nie spielen. Also, ihr werdet nicht erwarten, dass ich das Gollum-Game spiele. Also wirklich nicht, ne. Ein 60 Euro Vollpreistitel dafür, dass er so schlecht ist. Holy shit, nein. Da bin ich raus. Aber, ja. Wie gesagt, Blackhearts hat mir auf jeden Fall gefallen. Ich mochte es ja. Ich habe es ja damals schon gespielt. Ich finde es auch sehr gut eigentlich, dass man quasi diese Heldentruppe, die eigentlich, manche Leute würden sagen, also diese Gruppe hat ja eigentlich überhaupt gar keine Motivation weiterzumachen. Warum sollten sie das tun? Takate, der kam einfach rein, er war da und am Ende stand er noch mit ihnen bis zum Schluss. Er hätte auch einfach gehen können zwischendrin. Quasi. Alle irgendwie zwischen Chaotic und Lawful Evil oder manche auch Neutral. Man. Ach ja. Aber mir haben die Kämpfe auch gefallen. Das war ja eigentlich das ganze Spiel. Gab ja sonst nichts anderes. Sehr kampflastig, aber wie gesagt, es war alles im Allem, fand ich gut. Am Ende hat es irgendwie relativ wenig, was eigentlich egal, auf was ich gegangen bin. Wir haben das Ende ja eh gemeistert, auch wenn mein... Boah. Oh, okay. Auch wenn ich dann am Ende dann umgefallen bin. Ich glaube, das Spiel wäre ein bisschen schwieriger als Marshall. Was geschieht hier? I'd like to thank you.
All of you pull through with this rocky road. Okay. Okay. Ja, wie gesagt. Ich hab, glaube ich, mal. Nee, ich hab nicht alle Sachen. Freunde für die Ewigkeit. Hat sich für dich entschieden. Verbrennt die Hexe. Also, es ist anscheinend nichts passiert. Nö. Die hat sich. Die kam einfach mit. Eine Eigenschaft sind einem Wert von 20. Ging ja gefühlt eigentlich gar nicht. Waffentalent in allen. Okay. Schützenfest. Das ist am einfachsten von denen, glaube ich mal, gar nicht schlecht. Talenten einen Wert von 10. Kampfkoloss besitzt an Eigenschaften einen Wert von 15 oder mehr. Die Hand Borons. Mit einem Charakter in einem Kampf eingesetzt. Ja, das habe ich. Vergesslichkeit 10. Noch einem Helden mit maximal 5 Leben. Das ist eiserne Blase. Das ist echt easy, aber. Los, den Gegnern Abgründe. Hier ist ein komplettes Kleidungs- und Rüstungsset. Dafür müssen wir Waffengifte. Für Leonardo. Kampf, ein idealen Kreis, 7 Felder. Okay, den habe ich nicht gegettet, aber ja, wie gesagt, bevor ich jetzt nochmal von irgendwas random unterbrochen werde, kurz Endfazit, Spiel war gut, Kämpfe waren gut, System ist DSA gut. Ich würde es kein zweites Mal mehr spielen, aber wie gesagt, nach der Zeit nochmal angefangen von vorne und so. Es geht eigentlich recht fix, ist nicht zu lang, aber wie gesagt, ich habe es jetzt komplett durchgespielt. Ich brauche es kein zweites Mal mehr spielen. Oder kein drittes Mal in dem Fall. So, aber ich kann es jedem empfehlen, der es mal angucken möchte. Also, wie gesagt. Und die Story finde ich auch. Die Story finde ich auch gut. Muss ich sagen. Statt die typische, ich bin der gute Held. Hast du halt einfach eine Truppe quasi aus. Aber damit wurde damals auch geworben. Aus quasi. Du hast quasi die absoluten Anti-Helden. Die eigentlich nichts Heldenhaftes haben. Der eine Typ, der am liebsten eigentlich nichts tun möchte und bis ans Ende der Tage faulenzt, der dann der Mörder ist, der Zwerg, der unbedingt nur seinen Drachen töten wollte, der Waldmensch, der eigentlich am liebsten Waldmensch geblieben wäre oder in der Arena gestorben. Die andere, die Hexe, die eine Hexe war. Und natürlich der Magier, der die ganze Welt mit seiner Liebe erobert hätte. Alle waren sie besser als die meisten Charaktere aus irgendwelchen anderen Games, muss ich sagen. Da gibt's manche wirkliche in Anführungsstrichen Helden, die hier schlechter sind. Also wie gesagt, am Ende gut, alles gut. Happily ever after. Ich werde Blackguards 2 nicht spielen, das könnt ihr vergessen. Und ja, ich ziehe mir mal aus der Nase, was ich jetzt dann als nächstes spiele. Auf jeden Fall, wenn euch die Videos gefallen haben, dann kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Bewertet sie, je nachdem, wie sie euch gefallen haben. Lasst ein Abo da. Schaut auf Twitch vorbei. Da gibt es nice Streams, meistens Cyberpunk, aber Streams. Und natürlich Sunbros, Raise the Sun, yo, und bis zum nächsten Mal. Und guckt Mass Effect. Das spiele ich komplett durch. Ne? 2, 3 und dann Andromeda. Guckt es euch an.